Hallo meine Lieben, das ist die Kartenlegung. Wer steht vor die Tür oder wer hat Interesse an dir? Ja, wie immer, das sind zwei Kartenlegungen. Hier geht es wie immer Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann passen oder nicht. Es sollte euch helfen, reflektieren. Es ist direkt, diesmal nicht direkt, es geht wirklich direkt. Ich kenne den nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Vielen Dank für Like, Abonnement und Kommentare. So. Ich bin selber nach der Geschichte mit Venus-Rückläufigkeit, das war auch für mich eine Zeit, nachzudenken über meine Bindung an anderen Menschen. Auch vor allem feststellen, was mir fehlt. Ja, und das ist irgendwie auch so, dass meine Erfahrung diesbezüglich ist, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns nicht gut geht, dann können wir auch nicht öffnen uns für neue Menschen. Und hier merke ich, habe auch wieder Neugier, was so auf dem Markt ist, was sind meine Aktien. Mir fällt das sogar von meinem Verhalten aus und bin auch gespannt, ob etwas Interessantes auf dem Markt. Wenn jemand jetzt aufregt über meine Seelenverbindung zu Mr. M, Mr. M weiß Bescheid. Ich bin in meine Verbindungen zu Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, aufrichtig bis zum geht nicht mehr. Das bedeutet, und nach 18 Jahren kann ich sagen, Mr. M weiß ganz genau, dass ich ihn auch dann auch mitteile, auch natürlich du, ich mir fehlt gerade etwas, ich schnuppere, was auf dem Markt ist. Und ich will gucken, was gibt es interessante Männer oder interessante Menschen und so weiter. Und wir haben eine sehr aufrichtige Verbindung. Ich habe nicht nur mit ihm so aufrichtige Verbindung, ich habe auch aufrichtige Beziehungen allgemein in meinem Leben gehabt, wo mir war es wichtig von Anfang an und sehr klar mitzuteilen, das fehlt mir, das möchte ich, das wird und so weiter. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob irgendetwas, ja, etwas auch bei mir vor die Tür steht. Vielleicht irgendwas, was mich berührt. Und ich merke auch, was es mir fehlt oder die rückläufige Venus hat mir auch gezeigt, meine Bedürfnisse, meine Gefühle und so weiter. So, bevor wir fangen an. Na, wir nehmen andere Karten. Hey, ich habe ja angefangen mit neuen Karten. So, und wir machen das hier. Bei mir ist alles irgendwie. Na, komm alles raus. So. So, wir schauen erstmal, also für den hellen Herz, wie immer, fängt an. Wie hat er dich kennengelernt oder wo gesehen? Durch was habt ihr euch, ja, wo überhaupt angefangen, die Interesse hat von den Menschen, der an die Interesse hat? Die eine Karte und die andere. Schauen wir. Ah, ihr habt kommuniziert. Ihr habt über vielleicht auch transformiert Kommunikation. Das kann auch sein, zum Beispiel, ihr habt euch kennengelernt im Internet, bei Facebook oder auch anderen oder irgendwelche Single-Seiten. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir ziehen um zum WhatsApp oder telefonieren. Und da, wo schon zuvor hatte diese Transformation von Kommunikation stattgefunden, oder weil es hat Kommunikation abgebrochen. Ja, was ist das für eine Frau? Wieso bricht die Kommunikation mit dir ab? Da hat entstanden die Neugierde. So, wir nehmen diese Karten. Wie sieht er dich? Ne, wir nehmen doch andere Karten. Tut mir leid, ich jetzt bin am Ausprobieren vieles. Ich brauche auch Ausprobieren, sonst wird mir todlangweilig. Zwillinge, das Schlimmste bei Zwillinge, Sternzeichen ist, wenn die haben Langeweile. Tüdlich. Das ist wirklich Ende der Geschichte, wenn Langeweile haben Zwillinge.
So, Entschuldigung, die Karten. Wir nehmen diese Karten. Tut mir leid, das spült ein bisschen voran. Vielleicht 5 Sekunden oder so. Ich bin fertig. So, wie sieht er dich? Wie sieht dieser Mensch dich? Wie sieht dieser Mensch dich? Du bist empfangene Energie, du bist sehr weiblich für diesen Menschen. Das ist die Jin-Energie. Wunderschöne Karte, ich liebe diese Karten, die sind wunderschön. Jin, das ist Empfangene, das ist die weibliche Energie. Nicht die Durchsetzende, sondern wir warten ab, wir gucken, wie das passiert, was passiert. Er sieht dich als weibliche Person, als weib, nicht nur Frau, sondern auch für du, für ihn bist du ein weibliches Wesen. Also, Entschuldigung, nicht nur als Mensch und als Frau vom Geschlecht her, sondern du bist weiblich für ihn. Dein Kleidungsstil ist weiblich, deine Art ist weiblich, weich. So, wie siehst du ihn? Das ist jemand wahrscheinlich higher power. Das bedeutet, meiner Meinung nach, das ist jemand, der ist auf spirituelle Suche. Das muss nicht auch spirituell gleich sein oder auch Religion. Das ist auch Mensch, der beschäftigt sich mit Fragen des Lebens, mit, ja, kann auch sein, mit Philosophie oder nachdenkt über das Leben. Der ist offen zum Beispiel für Meditation oder auch Yoga oder auch andere Arten. Das ist offener Mensch. Das ist nicht sozusagen in meinem kleinen Kreis und ich gucke nur auf meinen Teller, sondern dieser Mensch hinterfragt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ne? Nicht alles mit Wissenschaft, sondern weiß, dass zwischen Himmel und Erde gibt es Dinge, was wir als Menschen nie nachvollziehen können. Weil das steht in der Hand der Göttlichen. Wird er dich ansprechen, diese Person? Wird er ansprechen, sozusagen, naja, wenn ihr hattet Kommunikation oder transformiert, wird er ansprechen, zum Beispiel wegen Treffen, Verbindung irgendwie, mir aufnehmen oder Begegnung oder so in der Art. Ja, die Wahrheit muss gesagt werden. Dieser Mensch hat Rückgrat, der wird auf dich zugehen und sagen, hey, wollen wir treffen, Kaffee trinken? Wollen wir spazieren gehen? Das ist gut. Und Tendenzen für die Zukunft, wohin führt das? Wunderschön. Soulmates. Seelenverbundenheit. Seelenverwandte. Herrlich. Also wenn du wirklich deinen Seelengefährten triffst, Seelenverwandten, ich habe schon erwähnt, ich bin sehr, sehr vorsichtig, was das ist. Das ist nicht häufig, aber das ist unglaublich intensive Verbindung. Wenn du triffst, wow, geil. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück von ganzem Herzen und großen Wachstum in dieser Verbindung und große Erkenntnisse. Die sind auch meistens sehr schmerzhaft, aber auch sehr wunderschön. Es hilft uns weiterentwickeln. Viel Glück von ganzem Herzen. Das ist super. Das ist klasse. Das freut mich sehr. So, jetzt nehmen wir für den dunklen Herzen. Was ist das für ein Mensch? Der hat dich kennengelernt oder wie hat er kennengelernt dich? Hier geht es, er hat beobachtet oder auch gesehen, dass du richtig buddelst in deinem Leben. Für mich der Brunnen ist das, was wir verstehen unter Skorpion oder ich verstehe unter Skorpion. Skorpione gehen sehr in der Tiefe, buddeln bei anderen, aber es ist, viele Menschen können nicht buddeln in eigenen Leben, in eigener Vergangenheit und reflektieren. Das ist auch schmerzhaft. Das muss sich auch ertragen können. Das ist nicht einfach. Einsehen, ich habe richtig und falsch gemacht. Und hier, diesen Menschen bist du aufgefallen, weil du buddelst sozusagen in deinem eigenen Leben. Du gehst in der Tiefe. Du gehst in der Tiefe deines Lebens. Du auseinandersetzt, du reflektierst dich, du überlegst dich.
durch irgendetwas, vielleicht durch irgendwie in Medien, durch Post oder durch irgendwelche Mitteilungen oder auch durch andere Menschen hat er das mitbekommen. So, wie sieht diese Person dich? Wie sieht diese Person dich? Du bist jemand, der, ja, hier ist Meditationskarte, Priest, Atmen. Für mich ist das sozusagen, du bist jemand, der, okay, ich schaue, dass ich in meiner Mitte bin. Weil wenn wir versuchen, uns in der Mitte kommen, nicht umsonst sagt man, ich zähle bis zu 10 in bestimmten Situationen oder atme, atme, atme weiter und konzentriere dich auf Atmen. Für mich ist das sozusagen jemand, dich sieht, dass du suchst nach deiner Mitte, dass du bemühst, deine Mitte zu finden. Also das kann auch passen, dass du bist schon gut aufgefallen. Dieser Mensch, wenn er sieht dir und er hat dadurch an dich Interesse, dieser Mensch ist offen für neue Erfahrungen, nicht nur, sondern auch toleriert das, was du tust und möchte auch selber Erkenntnisse bekommen. Es ist so, in meinem Leben erfahre ich immer wieder, es gibt beratungsresistente Menschen. Es ist wirklich nicht böse gemeint, aber mit denen gegen die Wand zu reden. Ich habe auch war manchen Situationen total beratungsresistent, gebe ich zu. Weil mein Schmerz war so groß, dass bei mir konnte auch niemand drankommen. Bei mir ist meine persönliche Geschichte mit Miranda gerade gefragt. Durch ihre Legungen habe ich angefangen, mich reflektieren, konnte besser reflektieren. Diese Frau unglaublich berührt meine Seele, mich selbst. Das ist unglaublich Power. Jeder hat so Menschen oder auch nicht. Und ihre Art hat mich sehr berührt. Da ging es nicht bei mir um anderen Part, also andere Seite sozusagen als Partner oder sowas in der Art, sondern es ging um den Gegenüber. Bei mir an der Mobbing-Situation. Und wenn ein Mensch ist offen und tolerant und ist und schaut und sieht in dir, das ist wunderbar. Das Traurigste ist, weil man Menschen sind nicht tolerant. Ich habe zum Glück persönlich in meinem Leben, dass mein Seelengefährte, Herr Mr. M oder wie auch immer, Mr. M, der hat viele Bedeutungen, mein Ex, mein Partner, mein zukünftiger Mann, alles Mögliche. Das ist kompliziert, weil wir beide nicht wissen, wo wir stehen und was es ist. Dieser Mensch, nicht nur mein Seelengefährte ist, sondern auch ist sehr, sehr tolerant. Und dieser Mensch ist tolerant, was das Karten betrifft, der sogar manchmal auch meine Videos anschaut. Und er ist tolerant, meine Macken, zum Beispiel, wenn ich geduscht habe, er kommt vorbei. Ich sage, okay, ich muss noch ganz schnell duschen, weil er kommt unverhofft manchmal auch vorbei. Oder ich sage, bei dieser Hitze, ich schwitze noch bis dahin. Ich gehe duschen, ziehe mich um und dann, bevor ich rausgehe aus dem Haus, ziehe ich Rudraksha an. Also Rudraksha ist ich ziehe die aus. Meine Rudraksha-Mala. Das sind 108 Perlen von Rudraksha. Also das ist ein Samen. Und ich verwende das zum Beten. Mantras 108 Mal. Aber das ist auch, hat auch weitere tiefere Bedeutung dazu. Da muss man wirklich aufpassen, wenn man eine Rudraksha kaufen möchte. Tut mir leid, da sind ein paar Haare von mir. Und er auch dann, bevor ich sie anziehe, weil ich muss sie einweihen. Auch nimm die Zeit und auch der Tao ist tolerant, dass ich muss erstmal beten, bevor ich sie anziehe, bevor ich gehe aus dem Haus. Weil Rudraksha, natürlich darf man nicht duschen damit und baden, darf kein Wasser haben, darf auch keine fremde Mensch anfassen, auch nicht er. Sonst ist es entweiht ist, man muss dann wieder einweihen. Das ist ein bisschen höherer, schwierigerer Vorgang. Das ist nicht nur ein paar Mantras singen. Und diese, dann nimmt er auch an, dass ich nehme Zeit und ja, mache meine Mantras und bete in dieser Zeit. Und dann er schweigt und er weiß, okay, die Frau jetzt braucht es, bevor wir rausgehen. Die hat jetzt frisch geduscht, sie zieht es an. Weil wenn jedes Mal, wenn man auszieht, muss man die, bevor man anzieht, beten. Also das bedeutet, ich habe heute noch nicht geduscht, weil ich habe noch, muss Haare waschen. Bei mir ist das immer
mit langen Haar ein Action ist. Das kennt ihr wahrscheinlich als Frauen, Entschuldigung. Und danach, ich werde die Mantra, die Rudraksha auch verwenden oder anziehen und beten. Ich muss sowieso heute beten. Heute ist besonderer Tag. Heute ist Tag der Ganesha. Ich bin irgendwo zwischen Hinduismus und Buddhismus pendele. Und der Ganesha, das ist dieser hier Gott. Der steht bei mir auf dem Tisch in nordöstliche Ecke und mir bringt den Segen. Das ist ein Gott für der sozusagen nimmt weg die Hindernisse. Und wenn man die Mantra anhört, 108 Mal jeden Morgen, das macht über 40 Tage, das macht wirklich guten Voranbringen. Ne? Und heute ist bestimmter Tag Geburt seine Geburt. Und ich empfehle heute Om Gam Ganapataye Namaha. Ich muss dreimal sagen, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, diese Mantra zu anhören oder auch selber singen. Wenn ihr wollt, ich werde die auch dann verlinken. Es gibt verschiedene Arten. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen, es gibt Menschen, die sowas nicht tolerieren. Ich kenne auch Menschen, für die bin ich total durchgeknallt, eine Hexe oder keine Ahnung was. Aber ich habe das Glück, dass ich habe Menschen, die das tolerieren. Ich werde später einweihen, die Rudraksha. Das ist das, was immer so klimpert, wenn man dann bei meinem Mikrofon nebenbei so macht Geräusche. Ich kümmere mich später drum. Warte. Wo ist mein Behälter? Eigentlich auch für Rudraksha gibt es auch bestimmte Sachen. Das ist Lakshmi Rudraksha. Da ist auch Zucker. Oh, zum Aufbewahren muss ich in goldenem Papier halten. Und innerhalb 8 Stunden muss ich die wieder anziehen. Na, es gibt bestimmte Sachen, woran muss man halten ist. So, jetzt zurück zum Thema. Entschuldigung für Abflug. Hier geht es auch um jemanden, der dich toleriert. Wie siehst du ihn? Wie siehst du diesen Menschen? Ah, für dich ist jemand wahrscheinlich entweder du ihm sagst die Wahrheit, was du denkst von ihm. Das kann positiv sein oder negativ. Oder du siehst, der jemand ist sehr authentisch und direkt. Also das ist kein Mensch, der irgendwie ja, um Finger rumredet, ne? Manchmal wahrscheinlich auch durch die Blumen und so weiter, aber das ist jemand, der ist aufrichtig. Und bevor man auch ist aufrichtig ist und ehrlich ist und auch Wahrheit sagt, muss man auch damit ausgehen, dass man anderen auch irgendwo verletzt oder auch andockt. Und wahrscheinlich du auch schätzt diese Eigenschaft an diesen Menschen aus einfachem Grund, weil du möchtest nicht lügen oder Unwahrheiten. Und auch, das muss ich sagen zu euch, vielen Dank, dass ihr auch meine Videos anschaut. Ich gehe nicht durch die Blumen. Ich weiß, ich manchen verletze. Und ich weiß, dass ihr auch mich sozusagen aufsucht, weil ich sage, das, was ich sehe, es ich erzähle, nicht hier wird, oh, Grand Amour, was weiß ich was. Und alles, jede Legung ist positiv, das sage ich nicht. Und ihr braucht diese Authentizität und Wahrheit. Und darauf, wenn ihr auch dann in anderen das seht, dann benötigt ihr das, weil ihr habt Lügen und Ehrlichkeit kennengelernt. So. Wird er dich ansprechen wegen zum Beispiel Treffen, Kontakt aufnehmen, ja, Treffen, vielleicht Kaffee trinken? Ja, das ist sogar schicksalhaft. Das ist der Schicksal, the fate is. Wenn er kommt, dann ist es auch schicksalhaft. Das ist schicksalhaft auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Und Tendenzen, wohin diese Verbindung oder dieses alles führen kann, ist. Es geht zur Reparatur. So, hier kann sein, dass du irgendwie durch diesen Menschen etwas in deinem Leben wirst reparieren oder dieser Mensch auch irgendwas repariert in seinem. Vielleicht geht es auch um Erfahrungen, um Erlebnisse, um das Leben. Vielleicht auch ganz einfach auch reparieren Vorurteile.
Wir Menschen brauchen auch Vorurteile, wir brauchen auch irgendwie die Menschen in bestimmte Kategorien reinzumachen. Und vielleicht du durch die nochmals Überprüfung von deinen Vorurteile-Schubladen oder auch er etwas Neues auch erfährt und erlebt. Das hat auch etwas mit Toleranz zu tun, auseinandersetzen mit eigenen Vorurteilen. Ne? So, das ist meine Kartenlegung für heute, betreffend wer steht vor die Tür oder wer hat Interesse für dich. Ich mache noch eine Kartenlegung, da geht es um den Lügen. Wenn du diesen Video schon oft hast, mein Abo, wenn du schon oft das meinen Kanal anschaust, freue ich mich, wenn du hinterlässt auch Abonnement. Du kannst entscheiden, ob du anschaust die Videos oder nicht. Welche Videos anschaust, du bist erwachsener Mensch. Du musst auch nicht alles anschauen. So. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bis bald.